Vlog 2013, Kalenderwoche 43. Noch bin ich windgeschützt im Wald, heute ist es stürmig. Also direkt mal ein paar Texte. Am Montag ging es los mit knapp 2¼ Stunden. An der Stelle fällt mein geflügeltes Wort ein von Sledgehammer. Da lautete: Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Will heißen, ich habe heute überhaupt keinen Plan, was ich tue. Ich entdecke Neuland und lass mich mal überraschen, was ich heute so zu sehen bekomme. Das zum Beispiel müsste jetzt der Kirchturm von Pforzheim sein, wenn ich mich nicht jetzt schon verlaufen habe. Da ganz hinten kann man ganz schwach drei Berge der sieben Berge, sieben Gebirges ausmachen im Dunst. Schöne Aussicht hier oben. Haben wir den Wasserturm von Ginnig. Dort sehen wir die Stadtbefestigung von Zülpich in der Ferne. Da hinter dem Strommast. Jetzt sind wir in Ginnig selber. So, Muldenau ist das, wo gerade mal Windschatten ist, um das zu erläutern. Zwischen Ginnig und Tür gelegen. Wo ein Schild ist, ist auch ein Weg. Unterhalb der Windräder, da Muldenau raus. Am Mittwoch waren es noch mal knapp 2¼ Stunden und dann am Donnerstag mal eine etwas flottere Runde, aber nur 1¼ Stunde knapp.
Man kann es an der Topografie schon ahnen, ich nähere mich Nideggen, allerdings noch auf dem falschen Berg. Wie es aussieht, werde ich einen Umweg über Armbänden machen, falls ich da überhaupt hier irgendwo von dem Berg wieder runterkomme. Egal. Das da unten ist Arbenden und das hier sind die Arbendener Felsen. Interessante Kartoffelsorte, kannte ich auch noch nicht. So, der Regenschauer ist vorbei, genau rechtzeitig, denn wir erreichen Nideggen. Schauen wir uns hier mal um. Einbahnstraße, kein Fahrrad dabei, aber der Filbo macht ja, was er will, ne? Nochmal die Burg vom Felsenrundgang aus.
unterhalb von Rath geht es jetzt Richtung Mausaul. Weiß man, wie man den Trail anlegt. Eine perfekte Fußangel genau im Schatten, wo man sich mit vollem Dampf wunderschön einfädeln kann. Links unten Zerkal, links oben Schmidt, in der Mitte der Burgberg mit dem Krawutschke-Turm, rechts daneben Bergstein und rechts am Rand kommt Brandenberg durch. Man sieht, ich bin nicht der einzige Esel, der hier durch die Gegend rennt. Ich bin immer noch in Rath. Wolken vom Kraftwerk Eisweiler. Höhe, Düren, Kreuzbau, Winden. Da eine weitere Kraftwerke. Aussicht hier von Rath. Schön. Nee, es war kein Weg. Da verbirgt sich ein Kapellchen hier mitten im Wäldchen. Mal wieder was entdeckt. Die beiden Windräder kennen wir schon vom Anfang des Films. Das heißt, meine Runde nähert sich dem Ende. Und wie man sieht, gibt es auch wieder ein paar normale Wege. Die Woche kommt dann insgesamt auf gut 80 Kilometer.